Um diesen 5000 Euro Siegerscheck, aber noch viel mehr ums Prestige geht es in diesem Frauenderby. Der Frauenfußballsport ist schon lange aus dem Schatten der Männer herausgetreten. Ich glaube, es ist einfach wichtig, hier Sichtbarkeit zu geben. Es sind junge Spielerinnen, die brauchen einfach auch die Möglichkeit mit guten Rahmenbedingungen, sei es im Training, sei es dann aber auch im Spiel. Und somit ist es ganz wichtig, dass sie auch in diesem Stadion spielen können, vor einer guten Kulisse. 2500 wollen das Linzer G Frauenderby live im Hoffmann Personalstadion über dem Möbellager des neu eröffneten XXX Lutz miterleben. Bei Blau-Weiß Linz sieht man solche Duelle als Bereicherung. Wie Männerfußball-Stadtderbys immer das Salz in der Suppe sind, ist es natürlich auch im Frauenfußball so. Insofern denke ich, ist es für den Frauenfußball eine sehr, sehr gute Geschichte, weil es einfach nochmal mehr auch positive Emotionen reinbringt, Prestige. Sportlich ist die Partie lange Zeit ausgeglichen. Chancen gibt's auf beiden Seiten. Hier etwa muss sich LASK-Torfrau Kubizkova ordentlich strecken. Erst in der Schlussphase kippt, nach einem Patzer in der Abwehr, die Partie in die schwarz-weiße Richtung. Minute 80 und Simone Kramer erzielt das 1:0 für die LASK-Ladies. Bis zur Ende 70. haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, dass wir noch einen schießen. Aber es geht halt dann schnell im Fußball, passiert ein Tor und dann natürlich machen wir auf hinten und kriegen halt nur zwei, das ist alles kein Thema. Erste Halbzeit, wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden, wir haben sie nichts zutraut, aber wir haben in der Halbzeit genug besprochen und haben dann einfach zweite Halbzeit eine andere Körpersprache gezeigt und einfach waren wir mutiger. Das 2:0 für das LASK-Frauenteam entspringt einem schönen Angriff, den Elisabetta Nemkova mit einem platzierten Schuss abschließt. Und zwei Minuten später setzt Kollegin Linda Schöser noch einen drauf und fixiert nach einem Querpass von Celine Briller den 3:0 Endstand. Und das ohne der erkrankten Goalgetterin Katharina Mayer. Natürlich haben wir uns einige Spielerinnen gefällt, aber wir können das in der Mannschaft gut kompensieren. Wir haben ein gutes Team. Und was sieht, dass wir als Team richtig gut zusammengewachsen sind und dass wir einzelne Spielerinnen ersetzen können. Wir haben es ein bisschen schwer da, weil bei uns ein paar Leute fehlen und wir eigentlich die Neuzugänge auch bei uns mitgespielt haben. Und ich glaube, dass man in die Mannschaft einfindet, ist dann nicht so leicht, aber für das haben wir es ganz gut gemacht. Am Ende gibt es die Siegerschecks und die Gewissheit, dass man sich ab der Herbstsaison nun öfter in der Bundesliga treffen wird.